Vielen Dank erstmal für die ausführliche Einführung. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich zu viele Sachen wiederhole, die schon genannt wurden. Ja, ich steige einfach mal ein. Seit Jahren jagt ja nun eine öffentliche Erregungswelle die nächste, bei der Islam und Islamismus sowie muslimische Migrantinnen in Europa im Mittelpunkt stehen. So der schon eben genannt, der Mord an Theo van Gogh oder sogenannte Ehrenmorde wie an Arthur Cirici in Berlin, der Karikaturenstreit, die Papstrede oder Opernabsetzungen auch in Berlin, die Auseinandersetzung um Moscheebauten wie in Köln oder im Berliner Bezirk Pankow-Heinersdorf, schließlich Übergriffe durch Jugendliche mit türkischem oder arabischem Hintergrund an Schulen, nicht zuletzt gegen jüdische Mitschülerinnen. Die offene Benennung und Kritik von islamistischer Indoktrination und ihren Ergebnissen, auch der Verbreitung von Antisemitismus und patriarchaler Gewalt im Rahmen einer islamischen Alltagskultur, ist zunächst schlicht notwendig und richtig. Doch solche Ereignisse werden von Politik und Medien regelmäßig auch genutzt, um spektakulär aufbereitete Integrationsdebatten loszutreten, die ganz offensichtlich von identitätsstiftenden Ab- und Ausgrenzungen mitgeprägt sind. Dabei ist dann viel vom Scheitern der Integration die Rede, weniger schon von Fehlern und Versäumnissen seitens Politik und Gesellschaft in den Aufnahmeländern. Dazu kommt die Fixierung auf die sicherheitspolitische Frage. Spätestens nach den Terroranschlägen in London und Madrid und den vereitelten Kofferbombenanschlägen in Deutschland ist die Angst groß, dass der islamistische Terror mit seinem Hass auf den Westen und die Juden auch zu Anschlägen auf Flughäfen, Bahnhöfe oder Einkaufszentren in deutschen Großstädten führen könnte, vorbereitet und durchgeführt von hier lebenden Muslimen. Im gesellschaftlichen Mainstream ist so durchaus eine Verschlechterung der Stimmung gegenüber Migrantinnen mit muslimischem Hintergrund zu beobachten. Gleichzeitig werden staatlicherseits die als Problemgruppe erkannten Muslime gewissermaßen sozialpädagogisch staatsbürgerlich bewirtschaftet. Mit einer Mischung aus weiterem Ausbau repressiver Instrumentarien gegenüber Migrantinnen einerseits, worunter ich zum Beispiel auch Dinge wie diesen sogenannten Muslimtist zählen würde, und mediengerecht inszenierter Dialoginstitutionalisierung andererseits. Gerade die Implementierung der Islamkonferenz auf höchster Regierungsebene durch Schäuble zeigt aber auch, dass sich die von der CDU beschworene christlich-abendländische Leitkultur mit dem Multikulturalismus durchaus verträgt. Während von christlichen Konservativen bei jeder Gelegenheit wortreich das Ende des Multikulturalismus deklamiert wird, hat die Große Koalition realiter die rot-grün angeschobenen Dialogprojekte mit den konservativ bis reaktionären Islamverbänden weiter ausgebaut. Und in deren Schlepptau tauchen dann schon mal den Muslimbrüdern nahestehende islamistische Funktionäre wie der Chef der Islamischen Gemeinschaft Ibrahim al-Sayed auf Schäubles Islamkonferenz auf. Arzu Toka und Mina Ahadi vom jüngst gegründeten Zentralrat der Ex-Muslime kritisierten dann auch, Zitat, dass die Vertreter des deutschen Staates offensichtlich nichts Besseres zu tun wissen, als die Islamisten zu organisieren, um sie so als Gesprächspartner an den Verhandlungstisch zu holen. Umgekehrt setzt sich schnell dem Vorwurf des Rassismus und des Paktierens mit Rechtsradikalen aus, wer sich scharf zu den Aktivitäten konservativer islamischer Verbände äußert. Das zeigt sich aktuell an den Reaktionen auf Äußerungen des Publizisten Ralf Giordano, der sich ablehnend gegenüber repräsentativen Moscheebauten durch große Islamverbände geäußert hatte. Es ist sicher kritikwürdig, dass er sich dabei ausgerechnet auf den deutschen Mob, pardon, die Mehrheit des deutschen Volkes natürlich, als Entscheidungsinstanz für Moscheebauten berief, und ebenfalls mit pauschalisierenden und teils kulturalistischen Argumenten das Scheitern der Integration verkündete. Prompt erhielt Giordano denn auch Beifall von der rechtslastigen Initiative Pro Köln, von dem er sich allerdings sofort scharf abgrenzte. Bei aller Kritik, die man an Giordanos Einlassungen äußern kann, wäre es aber eine Selbstverständlichkeit gewesen, vorbehaltlose Solidarität mit ihm zu üben gegen die islamistischen Morddrohungen, denen er nun ausgesetzt ist. Doch davon war aus der linksliberalen Öffentlichkeit wenig zu spüren. Stattdessen schlugen ihm blanke Ressentiments entgegen.
So warf Daniel Bax in der Taz dem Holocaust-Überlebenden und Zeit seines Lebens engagierten Antifaschisten Giordano vor, er habe mit seinen Äußerungen den einstigen Republikanerchef und ausgewiesenen Antisemiten Franz Schönhuber wörtlich rechts überholt. Derselbe Taz-Autor hatte sich vor kurzem über den pro-israelischen, Zitat, Alleinvertretungsanspruch des organisierten Berufsjudentums und seiner neokonservativen Allianzen beschwert. Das Beispiel wirft ein erstes Schlaglicht darauf, wie und warum im Zuge all dieser Entwicklungen auch der linke Antirassismus in den letzten Jahren in Verruf geraten ist. Antirassistische Aktivistinnen und Wissenschaftlerinnen haben in vermeintlicher Abwehr des Feindbildes Islam eine oftmals verharmlosende, nicht selten sogar apologetische Position gegenüber Islamisten eingenommen. Zu oft haben sich zudem Antirassistinnen an der antizionistischen Dämonisierung Israels als rassistischen Staat beteiligt, so bei der UN-Rassismuskonferenz 2001 im südafrikanischen Durban oder bei zahlreichen, oft im akademischen Feld organisierten, anti-israelischen Boykottkampagnen. In der globalisierungskritischen oder Antikriegsbewegung wird unter dem Vorzeichen einer gemeinsamen Frontstellung gegen Israel und die USA teilweise der offene Schulterschluss mit Islamisten praktiziert. Das war etwa bei den Berliner Demonstrationen gegen den Libanonkrieg im letzten Sommer zu beobachten, wo einige Politikerinnen und Politiker der Linkspartei nicht davor zurückschreckten, zusammen mit Tod Israels skandierenden Blogs von Hisbollah-Fans zu marschieren und die Linksruck-Aktivistin und WASG-Vorständlerin Christine Buchholz die angebliche Dämonisierung der Hisbollah als rassistisch abkanzelte. Ist der Antirassismus deshalb zur leidlichen Idee eines globalisierten Antisemitismus geworden, wie durchaus nicht nur antideutsche Kritiker behaupten? Um es gleich vorab festzuhalten, wenn ich im Folgenden den Umgang vieler Antirassistinnen mit der Problematik von Islamismus und Alltagsislam sowie der gesellschaftlichen Reaktion darauf kritisiere, so zielt dies nicht auf pauschale Denunzierung des Antirassismus. Auch wenn hier im Weiteren dieser Singular der Einfachheit halber gelegentlich benutzt wird, den Antirassismus gibt es natürlich genauso wenig wie die Linke. Es kann also nur um die Kritik spezifischer Ideologiebildung von sich auf die eine oder andere Weise als antirassistisch verstehenden Akteuren gehen. Und die wird im Folgenden im Mittelpunkt stehen. Antirassistische Interventionen sind aber zugleich immer noch unabdingbarer Bestandteil jeder emanzipatorischen Gesellschaftskritik und Praxis, da die gesellschaftlichen Verhältnisse von zahllosen Formen rassistischer Gewalt und Ausgrenzung durchzogen sind. Und so werden in der Tat auch gerne pseudo-religionskritische Argumente gegen den Islam bemüht, um Migrantinnen aus entsprechenden Ländern als angeblich kulturell unverträgliche andere zu markieren und auszugrenzen. Wohlbegründete Kritik an islamisch begründeten Praktiken, die mit Demokratie und Menschenrechten nicht vereinbar sind, verschwindet so regelmäßig mit Ressentiment. Um sich davon zu überzeugen, muss man nicht erst die Auseinandersetzung um Moscheebauten, wie erwähnt, in Köln oder Berlin-Heinersdorf heranziehen. Es genügt bereits ein Blick auf die Leserkommentare zu x-beliebigen Artikeln über islamische Themen in den Online-Ausgaben der Presse. Übersehen wird häufig, dass Ehrenmorde, Antisemitismus oder Islamismus auch von erheblichen Teilen der bereits bis zu drei Generationen in Deutschland lebenden Menschen mit muslimischem Migrationshintergrund abgelehnt oder verabscheut werden. Die nach jahrelangem Schweigen plötzlich entfachte öffentliche Aufmerksamkeit für skandalöse Gewaltverhältnisse gegenüber Frauen in muslimisch-migrantischen Communities ist oft eher von medialen Inszenierungen abhängig, als dass sie wirklich mehrheitsgesellschaftlicher Solidarität mit den Betroffenen entspringt. Und natürlich ist es auch nicht falsch, darauf hinzuweisen, dass mit kulturalistischen Pauschalzuweisungen an angeblich zivilisatorisch defizitäre Migrantinnen zugleich eine identitäre Aufwertung der deutschen Mehrheitsgesellschaft und ihrer angeblich so aufgeklärten Leitkultur stattfindet, über die deren eigene fortbestehende Probleme mit Sexismus und Homophobie zum Beispiel enthematisiert zu werden drohen. Doch viele antirassistische Linke,
auch solche, die mit den eben erwähnten antiimperialistischen Allianzen mit Islamisten nichts zu tun haben wollen, ziehen daraus eine völlig falsche Konsequenz. Nämlich über islamisch kodierte Gewaltverhältnisse und den Islamismus lieber zu schweigen. Aus Angst der Ausgrenzung von Migrantinnen qua ihrer muslimischen Religionszugehörigkeit und offenem Rassismus Vorschub zu leisten. Statt von einer antirassistischen Position aus den Unterschied zwischen der Diskriminierung von Migrantinnen mit muslimischem Hintergrund einerseits und der andererseits dringend notwendigen Kritik des Islamismus in all seinen Formen und auch der negativen Aspekte in der davon kaum zu trennenden islamischen Alltagskultur klarzustellen, wird Letzteres beschwichtigt oder beschwiegen. Ich werde mich daher im Folgenden nicht so sehr auf einen von krudem Antiimperialismus beflügelten Antiraktivismus konzentrieren, sondern eher die theoretisch vor allem durch den Postkolonialismus informierten Varianten antirassistischer Positionen kritisch zu beleuchten versuchen. Denn gerade wenn es tatsächlich so ist, dass der mediale und politische Mainstream Kritik am Islamismus zur Camouflage orientalistischer und rassistischer Diskurse benutzt, wie es dort meist heißt, sollten Antirassistinnen diesen Mainstream nicht die Kritik am Dschihadismus und an der Islamisierung migrantischer Milieus überlassen. Doch genau das geschieht, wenn ständig nur das in jüngster Zeit unter dem Begriff Islamophobie mediengängig gewordene Feindbild Islam beschworen wird, welches wahlweise den Antisemitismus oder nach dem Ende des Kalten Krieges den Antikommunismus abgelöst habe. Dieses massive Ausblenden hat einiges mit der in der Linken vorherrschenden Rezeption von Rassismustheorien zu tun. Die sogenannte Islamophobie wird oft als dominierendes Element eines universalistischen Rassismus gesehen, der sich über die eigene Selbstinszenierung als weltoffene, den Menschenrechten, der Gleichheit von Geschlechtern und liberalen Pluralismus verpflichteter Demokratie gegenüber den unzivilisierten, türkischen, migrantischen anderen abgrenzt, etwa indem man sie unter einen pauschalen Islamismusverdacht stellt. Die Frage aber nach einem universalistischen Rassismus im Unterschied zu einem offen partikularistischen, der platt-chauvinistisch die Überlegenheit der eigenen Kultur oder gar Rasse behauptet, ist allerdings schon vom Ansatz her nicht richtig gestellt. Denn beides ist in jeder Artikulation moderner Identität unter den Bedingungen der über wahre und wertstrukturierten kapitalistischen Vergesellschaftung notwendig vorhanden, sei diese Identität nun national, kulturell oder religiös begründet, und beides steht immer in einem bestimmten Verhältnis zueinander. Denn auch die Behauptung einer universalistisch begründeten Identität lässt sich unter dieser Voraussetzung nur durch Ausschluss eines konstitutiven Außen in Gestalt eines minderen anderen herstellen, das entweder kulturell oder biologisch definiert wird. Das ist die notwendige Konsequenz der nationalstaatlichen Herstellung der Einheit und Gleichheit der Staatsbürger und wahren Besitzer. Sie können sich nur als Gleiche anerkennen, wenn sie sich von Ungleichen abgrenzen, wie etwa Gerhard Scheidt formuliert. Eine bittere Konsequenz daraus ist nach einem berühmten Diktum aus der Dialektik der Aufklärung die Entfaltung der Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen. Das scheinbare Paradox dieser Situation führte aber in der neueren Rassismustheorie dazu, dass der ewige Streit um Universalismus und Partikularismus tobt. Als Hintergrund dieser Entwicklung lässt sich mit Detlef Clausen der, ich zitiere, kulturalistische Triumphmarsch der Postmoderne durch die Geisteswissenschaften und die Massenmedien ausmachen. Bevor dieser in der Etablierung eines allgegenwärtigen Identitätsschemas gipfelte, habe bereits die linguistische Sprachphilosophie mit ihrem Desinteresse an der außersprachlichen Wirklichkeit die Nabelschnur zwischen Begriff und Sache endgültig durchtrennt, so Clausen. Tatsächlich wälzen poststrukturalistisch inspirierte Autorinnen, wie der Demokratietheoretiker Ernest Dollar-Clau zum Beispiel, gerne Fragen wie,
schöpft die Alternative zwischen einem essentialistischen Objektivismus und einem transzendentalen Subjektivismus die Breite der Sprachspiele aus, die sich mit dem Universellen spielen lassen. Heraus kommt dabei dann oft die eine oder andere Version der Feststellung, dass der europäische Universalismus seine Identität durch die Universalisierung seines eigenen Partikularismus gewonnen habe. Der Universalismus der Aufklärung ist so unter den Generalverdacht des Eurozentrismus und der Komplizenschaft mit westlicher Hegemonie geraten. Dafür lieferte etwa Judith Butler ein Beispiel, die in einem im Jahr 2000, also noch vor dem 11. September publizierten Aufsatz feststellte, Zitat, dass es jenseits einer kulturellen Norm keine Behauptung von Universalität geben kann. Oder anders formuliert, ohne Übersetzung kann der Universalitätsanspruch eine Grenze nur durch eine koloniale und expansionistische Logik überwinden. Und von dieser Feststellung aus landete sie in verblüffender Geschwindigkeit bei einem massiven Anwurf an westliche Feministinnen, die, Zitat, in Komplizenschaft mit den kolonialen Zielen der USA agierten, indem die eigenen kulturellen Normen durchgesetzt und lokale Kulturen in der zweiten und dritten Welt entwertet und ausgelöscht werden. So mündet auch der Dekonstruktivismus oft in eine kulturrelativistische Haltung gegenüber den lokalen Kulturen. Auf die Vorwürfe postmoderner westlicher Feministinnen gegen universalistisch orientierte Feministinnen im Namen eines postkolonialen Antirassismus werde ich gleich ausführlicher zurückkommen. Unter anderem am Beispiel eines kürzlich erschienenen Buches von Christina von Braun und Bettina Mattes. Die Autorinnen fragen dort in kulturrelativistischer Manier, ob Islam und Westen nicht zwei unterschiedlichen Formen von Rationalität folgen würden. Nachdem sie sich in der Einleitung, wie das in solchen Schriften fast rituell üblich ist, von Samuel Huntingtons Clash of Civilizations Thesen distanziert haben, stößt der verblüffte Leser knapp 150 Seiten später auf die Feststellung, beim Streit zwischen Orient und Okzident um Kopftuch und Schleier ginge es um weit mehr als Geschlechterrollen. In Wirklichkeit stoßen zwei Konzepte von Schriftlichkeit, Männlichkeit und zwei Wissensordnungen aufeinander. So die beiden. Auch in die Agenda linker Realpolitik fanden kulturrelativistische Haltungen in Form einer multikulturalistischen Politik der Differenz Eingang. You have to treat people differently to treat them equally. Also man muss Leute oder Völker unterschiedlich behandeln, um sie gleich zu behandeln. Erklärte etwa Lee Jasper, seines Zeichens Race Advisor des Islamistenfreunds und Israelhassers im Amt des Londoner Bürgermeisters Ken Livingston. Zwar distanzieren sich ebenso wie der vorhin zitierte Laclau die meisten avancierteren Rassismustheoretiker von plumpen Multikulturalismus oder gar der identitätspolitischen Feier des Partikularismus im Namen ethnischer oder kultureller Ursprünge. Da in diesem Fall die reaktionären Konsequenzen auf der Hand liegen, sprechen sie sich für einen erweiterten Universalismus aus, der auch eine dekonstruktivistisch verstandene Dimension der Differenz umfassen soll. In diesem Sinn fordert etwa Qian Yi Ha einen universalistischen Gestus als Grundlage zur Einforderung von staatsbürgerlichen Rechten für Migrantinnen und wendet sich gegen die Zwangsvergemeinschaftung von Individuen in Ethnien und Nationen. Allerdings wird auch bei solchen postkolonialistisch orientierten Rassismustheorien an Identitätspolitiken festgehalten, die zwar Differenz unter dem Banner des Unreinen, Vermischten und Hybriden buchstabieren, aber letztlich doch wieder bei einer empathisch besetzten Position des anderen landen. Es wird oft in Anlehnung an das Konzept eines sogenannten strategischen Essentialismus der postkolonialen Theoretikerin Gayatri Chakravorty-Spivak von einer trotz aller Identitätskritik notwendigen Inanspruchnahme kollektiver Diskurse und Identitäten durch subalterne Subjekte ausgegangen. Die Problematik solcher postkolonialistischen Identitätspolitik zeigt sich am deutlichsten beim Umgang oder eben nicht Umgang mit dem Islamismus. So kritisiert etwa Ken Yeha in seinem Buch Hype um Hybridität
ausgiebig die kulturindustrielle Verwertung von Hybridität als exotistische Vereinnahmung des Anderen. Er stützt sich dabei unter anderem auf die Kulturindustriethesen von Adorno, grenzt sich aber gleich von dem negativen Totalitätsbegriff der kritischen Theorie ab. Diese kritisierte Mechanismen der Kulturindustrie materialistisch als Ausdruck des falschen Ganzen, totaler Vergesellschaftung und am Kapitalverhältnis, das eben auch das kulturell Differente einverleibend durchdringt. Chen Jia will aber ein widerständiges Potenzial von Hybridität retten, indem er die, Zitat, Ambivalenz und Vieldeutigkeit kultureller Praktiken betont und von umkämpften Hybridisierungen spricht. Er kritisiert zwar, dass Hybridität auch eine repressive Identitätspolitik der Selbstethnisierung sein kann und verwahrt sich gegen die weit verbreitete Sichtweise, dass Hybridität per se progressiv und authentisch ist. Gleichzeitig versucht er aber unter affirmativem Rückgriff auf das in der Linken völlig unkritisch abgefeierte Multitude-Konzept von Negri und Hart, globalisierungskritischen Aktivismus als hybride Identitätspolitik stark zu machen. Das wiederum ist aber offensichtlich nur unter Verzicht auf eine kritische Befragung solcher Bewegungspolitik auf ihre materiellen Voraussetzungen und ideologischen Konsequenzen zu haben. Und so lesen wir auch bei Ken Yeha kein kritisches Wort über politische Islamisierungsstrategien und fragwürdige Allianzen, obwohl gerade für eine kritische Analyse des Euro-Islamismus, also von Leuten wie Tariq Ramadan bis zum härtesten Homegrown-Dschihadismus, sich durchaus auch der Rückgriff auf einen konsequent kritischen Hybriditätsbegriff anbieten würde. Ich überspringe, glaube ich, mal ein bisschen was. Also in einem anderen Text kritisiert am Beispiel der noch unter Rot-Grün erlassenen Integrationsverordnung, die unter anderem verpflichtende Deutschkurse vorsieht, die Integrationspolitik verdächtige, emigrierte Individuen grundsätzlich autoritärer, sexistischer wie fundamentalistischer Grundhaltung und Verhaltensweisen und verhelfe, Zitat, tradierten rassistischen und islamophoben Stereotypen zu staatlicher Anerkennung. Zwar ist die von Harsch länger geäußerte Kritik richtig, dass Integration in den öffentlichen Debatten um Zuwanderung vor allem als Bringschuld von kulturell als defizitär konstruierten Migrantinnen erscheint, die sich sozial unauffällig und vor allem als ökonomisch nützlich zu erweisen haben. Fragwürdig erscheint es mir allerdings, ohne näheres Hinsehen jede Integrationspolitik pauschal als, Zitat, Machtinstrument für die kulturelle Resozialisierung und politische Umerziehung migrantischer Subjekte zu denunzieren und bruchlos in eine kolonialrassistische Tradition zu stellen. Zumal, wenn dies auch noch unter unreflektierter Übernahme des Islamophobie-Vorwurfs bei gleichzeitiger Ausblendung der Probleme mit dem real existierenden Islamismus geschieht. Ja, bevor ich diese Problematik am Beispiel der Kopftuchdebatten weiter ausführe, möchte ich zunächst noch einige Worte zu Karriere und Gebrauch des schon mehrfach gefallenen Begriffes der Islamophobie und seiner Synonyme sagen, also Feindbild Islam oder Islamfeindlichkeit. Der Begriff hat sich hier noch nicht so allgemein durchgesetzt wie in anderen europäischen Ländern, vor allem Großbritannien und Frankreich, ist aber auf dem Vormarsch. So wird er in wissenschaftlichen Untersuchungen wie den Heitmeier-Studien über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit mittlerweile ebenso selbstverständlich benutzt wie von wohlmeinenden Politikerinnen und Politikern, Kulturschaffenden und so weiter. In mehreren Bezirksämtern Berlins wurde eine Ausstellung Bilderwelten, Weltbilder, Auseinandersetzungen mit Islamophobie gezeigt, die aus einem öffentlich geförderten multikulturellen und antirassistischen Jugendprojekt hervorgegangen ist. Seit langem ist dieser Begriff aber ebenso umstritten. Für viele Linke ist er die treffende Bezeichnung einer sich erschreckend ausbreitenden Ideologie gesellschaftlicher Ausgrenzung, die sich vor allem gegen Migrantinnen mit muslimischem Hintergrund richtet und weltweit im War on Terror Kriege gegen Länder wie Afghanistan und den Irak legitimiert.
Genau in dieser Wahrnehmung liegt aber für andere das eigentliche Problem. Islamophobie ist aus dieser Perspektive selbst ein ideologisches Phantom, das beschworen wird, um die Gefahren islamistischer Bewegungen und ihrer terroristischen Auswüchse kulturrelativistisch bis apologetisch zu beschwichtigen und nicht über Antisemitismus und Frauenunterdrückung in sogenannten muslimischen Communities reden zu müssen. Bereits die Herkunft des Begriffs der Islamophobie wirft ein bezeichnendes Licht auf seine Verwendung. Der Begriff wurde in Europa zuerst in Großbritannien im Zuge der Rushdie-Affäre in den 80er Jahren von islamischen bzw. islamistischen Gruppen aufgegriffen und letztlich für alles benutzt, was deren Moralvorstellungen zuwiderläuft, also Homosexualität, Ehebruch und vor allem Blasphemie, deren sich eben Salman Rushdie mit seinem Roman Die satanischen Verse schuldig gemacht habe und dadurch zum islamophoben Täter geworden sei. Bereits an dieser Quelle des derzeit gängigen Diskurses über Islamophobie zeigt sich, wie über diesen Begriff eine Verkehrung von Täter und Opfer vollzogen wurde. Nicht der durch islamistische Mordaufrufe bedrohte Schriftsteller Salman Rushdie erschien so als Opfer, sondern die durch seinen satirisch-religionskritischen Roman in ihrem Selbstwertprofil und ihrer moralischen Identität verletzte muslimische Gemeinschaft. In diesem Sinne benutzt wurde der Islamophobie-Vorwurf unter anderem von der ebenfalls in dieser Zeit gegründeten Islamic Human Rights Commission. Der Begriff war somit von Anfang an alles andere als neutral im Sinne einer rein deskriptiven Benennung eines gesellschaftlichen Ausgrenzungsphänomens. Seit damals wurde der Islamophobie-Begriff dennoch zunehmend auch von multikulturalistischen und linken Sozialwissenschaftlerinnen oder Aktivistinnen benutzt. Das ging mit der bereits angedeuteten allgemeineren Umorientierung in der Linken einher, durch die universell begründbare Paradigmen der Gesellschaftskritik immer mehr zugunsten kulturrelativistischer Argumentationen verdrängt wurden. Neben ethnisch-kulturellen rückten dabei immer stärker religiös definierte kommunitäre Identitätskonzepte in den Vordergrund. Detlef Clausen beschreibt auch diese Entwicklung sehr zutreffend. Identität, wie sie heute diskursiv benutzt wird, ist nicht mehr der Begriff, wie sie es noch im deutschen Idealismus war, sondern Worthülse, in die die Bedürfnisse nach Anspruch auf Unversehrtheit, Einheit und Sinn sich projizieren lassen. Die Sozialwissenschaften haben in den vergangenen 30 Jahren viel dazu beigetragen, Kategorien wie Identität öffentlich zu etablieren und nicht ihren fragwürdigen Gebrauch und Nutzen zu kritisieren. Die Diversifizierung der fortgeschrittenen Industriegesellschaften ließ sich mit ihr ebenso beschreiben wie die transnationalen Ansprüche islamistischer Gruppen, so Clausen. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass im Zuge dieser Entwicklung der Islamophobie-Begriff in das Vokabular sowohl antirassistisch arbeitender NGOs als auch staatlicher Kommissionen einsickerte, die sich mit Problemen des Rassismus und der gesellschaftlichen Integration migrantischer Communities befassten. Ihre offiziellen wissenschaftlichen und politischen Weihen erhielt die Islamophobie wohl 1996 mit der durch den Runnymede Trust gegründeten Commission on British Muslims and Islamophobia, deren erster Bericht Islamophobia, a Challenge for Us All 1997 vom damaligen Innenminister Jack Straw im Unterhaus präsentiert wurde. Mittlerweile sind durch die Kommission zwei Folgeberichte 2001 und 2004 publiziert worden und die Wahrnehmung von Islamophobie als einem der drängendsten Probleme unserer Zeit ist zum festen Bestandteil der Agenda nationaler wie internationaler Institutionen und Gremien avanciert. Darüber vollzog sich auch eine tendenzielle Ersetzung des Rassismusbegriffs durch den der Islamophobie. Im Diskurs über Islamophobie wird häufig eine Art Umkehrung vollzogen, bei der diese zu einer Art alles überwölbenden Generalfeindbild wird, unter das die Aspekte des Rassismus ebenso wie orientalistische und kulturalistische Zuschreibungen subsumiert werden. Natürlich, um es nochmal zu sagen, soll hier nicht behauptet werden, dass es so etwas wie muslimspezifischen Rassismus überhaupt nicht gäbe. Die Untersuchungen des Teams um Wilhelm Heidmeier etwa belegen,
bei allen Vorbehalten, die man gegen solche empirischen Untersuchungen und die ihnen zugrunde liegenden Kriterienbildung haben kann. Sie belegen jedoch einen beständigen Anstieg von Ressentiments gegenüber Muslimen in den letzten Jahren. Sie zeigen allerdings auch, dass diese eingebettet sind in ein weit größeres Ausmaß von allgemeinfremdenfeindlichen Ressentiments, von abnehmender Integrationsbereitschaft gegenüber Migrantinnen sowie wachsender Zustimmung zu rechtspopulistischen Lösungen, nicht nur in diesem Bereich. Das muslimische Ticket ist eben nur eines aus einem ganzen Arsenal rassistischer Codes, auch wenn es zeitweise deutlich in den Vordergrund tritt. Behauptungen einer grassierenden und alle gesellschaftlichen Auseinandersetzungen von der Zuwanderung bis zur Außenpolitik bestimmenden Islamophobie können daher trotz all dieser negativen Entwicklungen ins Reich der Ideologie verwiesen werden. Umso mehr, weil es sich dabei zudem noch um die Übernahme eines von Islamisten zur Abwehr jeder Kritik an ihrer Ideologie geprägten Kampfbegriffes handelt. Der selbst lange Zeit antirassistisch aktive indisch-britische Autor Keenan Malik schreibt daher: Das Problem mit der Islamophobie ist, dass der Begriff an sich schon irrational ist. Er vermengt den Hass auf Muslime und ihre Diskriminierung einerseits mit einer Kritik des Islams andererseits. Statt Rassismus kenntlich zu machen, dient der Vorwurf der Islamophobie allzu oft dem Zweck, Kritik zum Schweigen zu bringen. Dafür ließen sich allerdings jede Menge Beispiele anführen. Auch Malik bestreitet keineswegs, dass es eine Zunahme von Feindseligkeiten gegenüber Muslimen gegeben hat. Er hält aber fest, muslimische Führer konsolidieren durch das Aufbauschen der Bedrohung ihrer Machtbasis sowohl innerhalb der Gemeinden als auch im weiteren gesellschaftlichen Umfeld. Und er weist auch darauf hin, wie sich das mit antisemitischen Verschwörungstheorien verbindet. Führende Muslime sprechen davon, die Islamophobie auf die gleiche Art und Weise zu nutzen, wie es ihrer Ansicht nach führende Juden mit der Furcht vor dem Antisemitismus getan haben, schreibt Malik. Dass dieser Hinweis nur zu berechtigt ist, zeigt sich allerdings massiv am Umgang diverser islamischer und islamistischer Organisationen mit dem Islamophobievorwurf, der mit besonderer Vorliebe gegen angebliche Zionisten erhoben wird. Oft wird behauptet, Islamophobie würde Muslime zu einem monolithischen Block verschweißen und der Pluralität und Diversität der muslimischen Gesellschaften und der Lebensweisen von Musliminnen und Muslimen keine Beachtung schenken, wie es in der Berliner Islamophobie-Ausstellung heißt. Zugleich wird allerdings bereits dadurch, dass so gut wie alle Probleme, mit denen Migrantinnen muslimischer Herkunft konfrontiert sind, auf Islamophobie zurückgeführt werden, selbst deren Festlegung auf eine religiös definierte Identität betrieben. Besonders aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die seit Jahren geführte Debatte um die weibliche Verschleierung und Frauenrechte im Islam. Der bereits vorhin erwähnte Vorwurf, westliche Feministinnen machten sich durch rücksichtslose universalistische Kritik an den Praktiken lokaler Kulturen, also etwa an islamisch begründeter patriarchaler Gewalt, der Kollaboration mit westlicher Hegemonie und Rassismus schuldig, gehört inzwischen zum Standardarsenal auch des postkolonialistischen Antirassismus, vor allem gegen Kopftuchgegnerinnen wie Alice Schwarzer. In aller Regel tauchen Kopftuchträgerinnen dort fast ausschließlich in Gestalt junger Musliminnen der zweiten und dritten Generation auf, die das Kopftuch aus freier Wahl als selbstbewusstes Identitätszeichen tragen und damit den Einstieg in Universität und gehobene Berufskarrieren suchen. In jüngster Zeit sind diese unter dem Schlagwort Neo-Muslimas zu einer geradezu mythischen Figur geworden. Feridun Saimolo forderte kürzlich vehement die Aufnahme einer Vertreterin dieser Gruppe bei der Islamkonferenz. Mike Tergesidis sah vor einigen Jahren schon in der Selbstislamisierung der jungen Frauen, Zitat, eine weitaus interessantere und originärere politisch-kulturelle Hybridisierung als zunächst sichtbar wird. Die jungen Frauen mit ihren Kopftüchern bieten dem hegemonialen Blick in Deutschland keinerlei Anhaltspunkt. Exemplarisch wird diese Argumentation auch im bereits erwähnten Buch der Kulturwissenschaftlerinnen Christina von Braun und Bettina Mattes mit dem wahrhaft programmatisch zu nennenden Titel Verschleierte Wirklichkeit wiederholt.
Deshalb und weil dieses vom Verlag im Klappentext als Standardwerk gepriesene Buch bereits jetzt eine breite Rezeption gefunden hat, werde ich im Folgenden etwas näher darauf eingehen. Wie viele andere Verteidigerinnen des Kopftuches lassen sich von Braun Matthes zunächst schwärmerisch über die Vielfalt des Schleiers in den unterschiedlichen Kulturen und historischen Zeiträumen aus, wobei sie entgegen ihrem eigenen Anspruch auf genaue gesellschaftlich-kulturelle Kontextualisierung oft völlig ahistorische und qualitätslose Bezüge herstellen, also zwischen weiblichen Kopfbedeckungen und Verhüllungen von der Antike bis zur Postmoderne und quer durch Christentum, Judentum und Islam. Aber das ist vielleicht nicht weiter verwunderlich, ist doch der Schleier für sie, gemäß der bereits erwähnten linguistischen Philosophie, vor allem ein leerer Signifikant, der sich keineswegs auf ein islamisch-patriarchales Machtsymbol reduzieren lasse, sondern mit allerlei Bedeutungen gefüllt werden kann. Und das tun sie dann selbst recht freigebig und mit teilweise haarsträubenden Gleichsetzungen. Ich zitiere, der Gewalt, der Westen die verschleierte Muslimin ausgesetzt glaubt, steht die Gewalt des westlich-voyeuristischen Blicks gegenüber. Das halten sie mit Blick auf Franz Fanons ebenso problematischen wie im Postkolonialismus breit rezipierten Aufsatz über die Bedeutung des Schleiers im antikolonialen Befreiungskampf Algeriens fest. Und behaupten dann gleich noch, der Gewalt der Klitorisbeschneidung stünden im Westen Schönheitsoperationen gegenüber. Die Zwänge sexistisch konnotierter weiblicher Schönheitsideale im Westen, das gleiche wie die Genitalverstümmelung weiblicher Kleinkinder, eine absurde Relativierung. Das Kopftuch junger Muslimin wird dann auch ähnlich wie beim vorhin zitierten Tergesides vor allem als Widerstandssymbol gegen die Zumutungen der Mehrheitsgesellschaft gewertet. Von Braun und Matthes gehen aber noch einen Schritt weiter. Entscheide sich eine Muslima in Deutschland gegen den Schleier, so habe sie sich damit wörtlich die Möglichkeit genommen, ihre kulturelle Differenz gegenüber der Mehrheitsgesellschaft zum Ausdruck zu bringen. Damit schieden sie tausende junger Frauen mit islamischem Hintergrund einfach beiseite, die ihre individuelle kulturelle Differenz ganz bewusst säkular ausdrücken. Von Braun und Matthes betreiben so selbst massiv eine kulturalistische Islamisierung von Migrantinnen. Auffällig ist, dass sich von Braun und Matthes bei ihren Analysen denn auch hauptsächlich auf Autoren wie Yasemin Karakaşoğlu oder Nilüfer Göle stützen, die als akademische Protagonistin eines sich feministisch verstehenden Softcore-Islamismus agieren. Ausgeblendet wird dabei, dass es sich bei den so gehypten, selbstbewussten Neomuslimas um eine kleine Schicht bildungsnaher Frauen aus relativ besser gestellten Familien handelt, die über entsprechendes kulturelles Kapital verfügen. Für junge Frauen, die vom Zugang dazu schon aufgrund ihrer gesellschaftlichen Position ausgeschlossen sind, dürften sich islamisch begründete Familienzwänge ganz anders darstellen. Die Möglichkeit, dass Islamisten nicht nur als westliche Projektionen, sondern ganz real existieren und über den Kopftuchzwang eine hierarchische Geschlechterordnung und die Islamisierung ihrer Communities durchsetzen, taucht bei von Braun und Matthes wie bei vielen ähnlich ausgerichteten Positionen entweder gar nicht auf, oder sie wird in wie Pflichtwirkungen wirkenden Nebensätzen quasi als Banalität eingeräumt. Die beiden Autorinnen weiten ihren verklärenden Blick auf die angeblich so selbstbestimmten Kopftuchstudentinnen sogar noch selbst auf islamistische Diktaturen wie den Iran aus. Schließlich seien im heutigen Iran mehr als die Hälfte der Studierenden weiblich. Frauen würden zwar zugegebenermaßen, Zitat, unter islamischem Recht der Scharia Gewalt und Entrechtung erfahren, aber mit dem Kopftuch, das als Symbol für diese Entrechtung herangezogen wird, hat das wenig zu tun. Was von solchen Behauptungen zu halten ist, ergibt sich allein schon aus der Tatsache, dass in Teheran und anderen iranischen Städten seit Wochen seitens der Sittenwächter des Regimes eine Tugendterrorkampagne gegen sogenannte schlecht verschleierte Frauen tobt, die zu Tausenden belästigt, verhaftet und misshandelt werden. Während so deutsche Antirassistinnen ihre feministischen Wunschvorstellungen auf Kopftuch tragende Muslime projizieren, wird unterschlagen, dass die von ihnen angegriffenen kritischen Positionen zum Kopftuch auch von zahlreichen Migrantinnen mitgetragen werden.
Die antirassistische Begeisterung für die unterdrückten anderen findet ihre Grenzen oft dort, wo diese nicht die eigenen Positionen vertreten. Aus einer Position der moralischen Verteidigung eines oft kulturrelativistisch bestimmten anderen werden so Positionierungen vorgenommen, die auf die Vernachlässigung säkularer Migrantinnen zugunsten islamistischer Kräfte hinauslaufen. Das zeigt sich besonders krass am Umgang mit feministischen Islamkritikerinnen, die selbst einen islamischen Hintergrund haben und auf radikale Distanz zu dieser Religion gegangen sind. Also Frauen wie Nejla Kelly, Sehran Atish, die Frauen vom Zentralrat der Ex-Muslime und vor allem Ayan Hirsi Ali. Wenn ich im Folgenden noch etwas auf den Fall Hirsi Ali eingehe, so möchte ich auch hier voranschicken, dass man nicht alle politischen Positionen von Hirsi Ali mit einkaufen muss, um sie entschieden gegen die Angriffe aus dem antirassistischen Lager zu verteidigen. Natürlich kann man es kritisch hinterfragen, wenn sie fragwürdige Positionen zur Abschiebepolitik vertritt oder, wie kürzlich, ziemlich unreflektiert den autoritären türkischen Militärstaat als einzige Rettung vor einer islamistischen Übernahme der Türkei idealisiert. Aber der ressentimentgeladene Hass, der ihr entgegengebracht wird, hat mit einer begründeten Kritik an bestimmten politischen Positionen Hirsi Alis, denen übrigens auch vernünftige Positionen gegenüberstehen, nichts zu tun. Das Buch von Christina von Braun und Bettina Mattes ist dafür wiederum das schlagendste Beispiel. Wie viele andere kritisieren auch sie an Theo van Goghs und Ayan Hirsi Alis Film Submission aus antirassistischer Sicht die orientalistische Ästhetisierung und die Darstellung von Koranversen auf einem nackten Frauenkörper. Vers für gläubige Muslime unerträglich sei. Von Braun und Mattes gehen aber auch hier deutlich weiter als alles, was man bereits an Diffamierungen gegen diese gehört hat. Sie stellen den Film Submission in eine direkte koloniale Tradition orientalistischer Vergewaltigungsfantasien und von Kolonialpostkarten mit gestellten Szenen halbnackter Haremsdamen, sogenannter. Der Film bediene sich wörtlich eindeutig pornografischer Mittel. Ja, er unterscheide sich von anderen westlichen Bildern des Orients durch die Deutlichkeit, mit der die Gewalt des Voyeurismus zum Ausdruck gebracht wird. Schließlich schreiben die Autorin, das mag der Grund sein für die Gewalt, mit der Muslime ihrerseits auf den Film reagiert haben. Damit äußern sie offen Verständnis für die Motive von Theo van Goghs Mörder, auch wenn sie sich verbal davon distanzieren. Es ginge ihnen nämlich nicht darum, Zitat, den Mord zu entschuldigen oder zu rechtfertigen, sondern zukünftig die gewaltauslösende Wirkung symbolischer und unbewusster Ordnungen im Umgang mit dem Fremden ernst zu nehmen. Mit anderen Worten, es empfiehlt sich, etwas Selbstzensur zu üben. Genau das legen von Braun und Mattes auch im Fall des Karikaturenstreits nahe, da sich die Karikaturen, Zitat, gegen das Fundament des islamischen Glaubens gerichtet und deshalb nicht ganz überraschenderweise, wie sie schreiben, eine Entgegnung mit fundamentalistischen Mitteln heraufbeschworen hätten. Auf die vor dem Hintergrund postkolonial-feministischer Theorien eigentlich naheliegende Interpretation dagegen, dass Ayan Hirsi Ali mit ihrer Darstellung eine Kritik der Einschreibung sexistischer Gewalt auf den Körper der Frau durch das Medium der koranischen Schrift bezweckt haben könnte, kommen von Braun und Mattes ebenso wenig wie sonst jemand im antirassistischen Spektrum. Dabei hat Hirsi Ali sich selbst mehrfach in genau diesem Sinn geäußert. Übrigens zuletzt in einem Film, ich weiß nicht, ob den jemand gesehen hat, der vorgestern Abend im Fernsehen kam, über den Mord an Theo van Gogh nach den Tagesthemen. Aber das auch nur als ernstzunehmend in Erwägung zu ziehen, wäre wohl nach vorherrschender Interpretation schon islamophob. Hirsi Ali wurde mehrfach vorgeworfen, dass sie sich durch ihre Abkehr vom Islam und ihren Beitritt zur rechtsliberalen Partei VVD zur guten integrationswilligen Immigrantin nach dem Geschmack der rassistischen Mehrheitsgesellschaft gemacht haben. Die Taz-Redakteurin Ulrike Herrmann denunzierte sie sogar nach ihrem mehr oder weniger erzwungenen Wechsel von Holland in die USA als Frau der weißen Männer. Und von Braun und Mattes benutzen die Affäre um einige falsche Angaben in Hirsi Alis Asylantrag, um ihr wahrheitswidrig vorzuwerfen, sie hätte die ihr drohende Zwangsheirat nur vorgetäuscht. Also tatsächlich hatte sie sich
hatte sie wegen der auch in Holland gültigen Drittstaatenregelung einen Zwischenaufenthalt in Kenia unterschlagen. Dies sei symptomatisch für ihre seither eingenommene Position. Kirsi Ali also eine notorische Lügnerin. In gleicher Manier dreschen von Braun und Mattes auch auf andere feministische Islamkritikerinnen wie Nejla Kelik und Seyran Atish ein. Ohne auch nur im geringsten etwa auf die Unterschiede zwischen Nejla Kelik und der weitaus differenzierter argumentierenden Seyran Atish einzugehen, beklagen sie sich, dass deren Bücher nicht nur Bestseller sind, sondern gar noch als ernsthafte Beiträge zur Diskussion über die Integration von Muslimen in die deutsche Gesellschaft gelesen werden. Zur Untermauerung ihrer Kritik an der angeblichen Unhaltbarkeit der darin enthaltenen Thesen führen sie dann einzig den im letzten Februar von der Wochenzeitschrift Die Zeit veröffentlichten offenen Brief von 60 deutschen Migrationsforschern an, initiiert von Mike Tergesides und der von den beiden ständig als Autorität in Kopftuchfragen zitierten Yasemin Karakaşoğlu. Renommierte Islamwissenschaftlerinnen wie etwa Ursula Spuler-Stegemann hatten den Aufruf als eine einzige geballte Peinlichkeit kritisiert. Aber das bleibt natürlich bei von Braun und Mattes unerwähnt. Die angeführten Beispiele zeigen, dass gerade migrantische Stimmen, welche den Islamismus oder auch den Islam als Religion aus einer säkularen, universalistischen Position heraus scharf kritisieren, im gegenwärtigen antirassistischen Diskurs oft bestenfalls als assimilatorische Selbstaufgabe, schlimmstenfalls als Kollaboration mit einem islamophoben, universalistischen Rassismus wahrgenommen werden. In diesem Zusammenhang wird gern ein weiteres Moment von Gayatri Chakravorty-Spivak zitiert, die den kolonialistischen Gestus der Frauenbefreiung der Engländer im 19. Jahrhundert in Indien sarkastisch mit White men are saving brown women from brown men kommentierte, gelegentlich ergänzt um den moralisierenden Zusatz weiße Frauen helfen. Betrachtet man die Ignoranz, mit der atheistische und universalistische Positionen feministischer Migrantinnen von ihnen bedacht werden, so lässt sich der Eindruck kaum vermeiden, dass hier eine nicht minder paternalistische Umkehrung am Werke ist. White women saving Muslim patriarchs from enlightened brown women. Ich habe mich jetzt sehr ausführlich mit kulturrelativistischen Positionen von Antirassistinnen im Zusammenhang mit Kopftuch und Geschlechterverhältnissen beschäftigt. Im Zentrum der Kritik an der Beschwörung der Islamophobie steht allerdings auch das Verhältnis antirassistischer Positionen zum islamistischen Antisemitismus. In den letzten Jahren, besonders unter dem Eindruck der Entwicklungen seit dem 11. September und der Selbstmordanschläge in Israel, hat es sich als immer problematischer erwiesen, dass der Antirassismus über kein Analyseinstrumentarium verfügt, welches das Spezifische des Antisemitismus gegenüber dem Rassismus erfasst. Um das kurz festzuhalten, Rassismus hat grob gesagt immer mit körperlicher Arbeit, kolonialer Gewalt und Sexualität zu tun. Also Abspaltung nach dem Muster Wildheit versus Zivilisation. Auch wenn die aus diesem Komplex entspringenden Projektionen vom Biologischen abgelöst und in die Sphäre der Kultur verlagert werden. Jedoch allein der moderne Antisemitismus tritt als allumfassende Welterklärung für sämtliche in der kapitalistischen Gesellschaft erfahrenen Übel und Demütigungen auf, und nimmt eine entsprechend existenzielle Feinderklärung vor. Rassismustheoretikerinnen beziehen sich oft auf einen über 15 Jahre alten Text des französischen Rassismusforschers Etienne Balibar. Er bezeichnete den Antisemitismus als Prototyp des seiner Auffassung nach seit dem Zweiten Weltkrieg dominierenden, kulturalistisch und differenzialistisch begründeten Rassismus. Dieser sei ein verallgemeinerter Antisemitismus. Diese Auffassung hat zu einer bis heute stilbildenden Verwischung des Unterschieds zwischen den verschiedenen Formen des Rassismus und dem antisemitischen Vernichtungswahn geführt. Immer wieder wird etwa der Holocaust lediglich als maßlose Fortsetzung der rassistischen Konstellation des 19. Jahrhunderts begriffen. Das war auch ein Zitat von Tergesides. Diese Verwischung des Unterschieds zwischen Rassismus und Antisemitismus
bringt auf verschiedenen Ebenen mit dem antirassistischen Verhältnis zu Islamismus und Antisemitismus unter muslimischen Migrantinnen zusammen. So wird in jüngerer Zeit immer öfter Islamophobie mit Antisemitismus fast gleichgesetzt. Auch das findet sich schon im Balibars eben zitierten Aufsatz und wurde von diesem selbst nach dem 11. September sogar noch ausgebaut. Diese systematische Begriffsverwirrung wird nun in der innerlinken Auseinandersetzung um die Frage eines neuen, unter anderem von Islamisten ausgehenden Antisemitismus, also oft dazu benutzt, jede Kritik an letzterem als Islamophobie zu diskreditieren. In diesem Zusammenhang wird immer wieder der Topos bemüht, dass heute die Islamophobie in Europa, wenn nicht in der ganzen westlichen Welt, an die Stelle des Antisemitismus getreten sei. Werner Schiffauer etwa behauptete vor einiger Zeit, der Antisemitismus sei in Deutschland von einem massiven Anti-Islamismus abgelöst worden. Von Braun und Mattes behaupten ebenso wie Mark Terkesidis, dass antisemitische Stereotype auch auf die Muslime übertragen würden. Der französische Philosoph Alain Finkielkraut und andere haben darauf hingewiesen, wie gleichzeitig, in scheinbar paradoxer Weise, gerade die moralische Abrechnung Europas mit seiner eigenen Vergangenheit von Judenvernichtung, Kolonialverbrechen und nationalistischen Gewaltausbrüchen einen neuen, als Hass auf Israel daherkommenden Antisemitismus zum Durchbruch verholfen hat. Es sei eine Selbstsicht Europas als bußfertiger Richter entstanden, der voller Stolz auf seine Reue "Ich nie wieder" ausruft. So fing der Kraut. Und nun den Juden vorwirft, in Gestalt Israels als einzige, im Gegensatz zu allen anderen, rücksichtslos ihre nationale Souveränität auszuüben. In den Augen der schuldbewussten Europäer gleiche Israel den Antisemiten von einst wie zwei Eier und habe deren Nachfolger angetreten. Infolge dieser Verkehrung wird dann Israels als größte Bedrohung des Weltfriedens wahrgenommen, und vom Schriftsteller Saramago bis jüngst zu deutschen Bischöfen entdeckt man ein neues Warschauer Ghetto in Ramallah. Das wirft übrigens auch ein erhellendes Licht auf das Verhältnis nicht-jüdischer Europäischer zu jüdischen Linken innerhalb und außerhalb Israels. Denn der beschriebenen Logik nach können natürlich in den Augen der antirassistischen Europäer nur Juden Anerkennung finden, die sich als Dissidenten gegen den israelischen Staat wenden. Das heißt aber, nicht die Solidarisierung europäischer Linker mit der Kritik linker Israelis an der Politik ihrer Regierung ist per se antisemitisch, sondern dass Juden eine entschieden kritische Haltung zu Israel gewissermaßen als Eintrittskarte in den Kreis der moralisch Anständigen abverlangt wird. Und sie andernfalls mit Boykottkampagnen überzogen werden, wie im Falle der Boykottaufrufe gegen israelische Akademiker. Dummerweise ist leider genau dies die Haltung der überwältigenden Mehrheit der europäischen Linken. Von hier aus stoßen wir wieder auf die bereits unter verschiedenen Aspekten angesprochene Problematik der im linken Antirassismus zentralen Figur des Anderen. Finkielkraut trifft eine Unterscheidung zwischen der Kategorie des Anderen und der des Feindes. In den Augen der europäischen Linken wären nämlich die Palästinenser nicht die Feinde der Israelis, sondern deren andere. Doch nur im Fall des Feindes sei die Beziehung politisch und könne zu einem Kompromiss führen. Im zweiten Fall handelt es sich um Rassismus. Und alles, was rassistisch ist, muss verschwinden. Mit dem anderen Krieg zu führen, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. So Finkielkraut. Ich denke, dem dürfte ziemlich genau entsprechen, was bei der UN-Weltkonferenz gegen Rassismus in Durban und bei vielen anderen Gelegenheiten Israel als per se rassistischer Staat gebrandmarkt wurde. Aus der moralisch absoluten Besetzung der Kategorie des Anderen lässt sich auch die Unfähigkeit oder der Unwillen der meisten Antirassistinnen erklären, den islamistischen Antisemitismus als das zu benennen, was er ist. Auch von Braun und Mattes umgehen es, islamisch kodierten Antisemitismus zu erkennen und erst recht zu benennen. Zwar wird von ihnen der Islamismus, den sie vor allem als religiösen Fundamentalismus begreifen, durchaus mit einer vergleichsweise milden Kritik bedacht, etwa für seinen utopischen Regress, also der Glorifizierung einer vermeintlich goldenen islamischen Frühzeit.
Wir erfahren aber auf über 400 Seiten kein Wort über den Antisemitismus, der praktisch in allen Varianten islamistischer Ideologie enthalten ist und oft eine zentrale Rolle spielt. Das ist umso bemerkenswerter, als zumindest eine der beiden Autorinnen mehrere Bücher zum Thema Antisemitismus und auch zu dessen Verbindungen zu Weiblichkeitsbildern in der europäischen Geschichte veröffentlicht hat, was aber ebenso eine wichtige Rolle auch im Islamismus spielt. Selbst dort, wo Elemente islamistischer Ideologie erwähnt werden, die in enger Verbindung zum Antisemitismus stehen, wird keine Verbindung zu dessen aktuellen Äußerungsformen hergestellt oder dessen zentrale Bedeutung erkannt. So erwähnen von Braun-Mattes den für die islamistische Staatsideologie im Iran wichtigen Begriff Garbsadehi. Das wird in der angelsächsischen Literatur mit West Toxification oder auch Okzidentosis übersetzt, also die Ansteckung oder gar Vergiftung der islamischen Gemeinschaft durch westliche Einflüsse. Bereits die biologistische Vorstellung von der Umma als eines authentischen und reinen islamischen Gesellschaftskörpers, der von äußeren westlichen Einflüssen wie von tötenden Mikroben infiziert, verführt und vergiftet zu werden droht, besitzt hohe Affinität mit zu antisemitischen Weltbildern. Von Braun-Mattes konzidieren zwar, dass hier dieselben Bilder bemüht werden, die Anfang des 20. Jahrhunderts den Antisemitismus in Europa prägten, ziehen aber keine Verbindung zum antizionistisch verbrämten Antisemitismus der iranischen Staatspropaganda. Dieselben biologistischen Metaphern von Krankheit und Infektion tauchen aber regelmäßig dort auf, etwa in Form des von Ahmadinejad und geistlichen Würdenträgern benutzten Topos von Israel als Krebsgeschwür oder schwerender Wunde im islamischen Körper. Israel wird gewissermaßen als primärer Infektionsherd der Westtoxification ausgemacht. Und so die aus dem europäischen Antisemitismus bekannten Bilder auf den Nahostkonflikt übertragen. Doch diesen Zusammenhang zu sehen, verbietet sich offenbar unter der Voraussetzung einer empathisch moralisierenden Besetzung des anderen. Die mit Israels Vernichtung drohenden Tiraden von Ahmadinejad oder selbst so offensichtliche Dinge wie die Holocaust-Leugner-Konferenz in Teheran werden dann meistens als rein taktische politische Manöver heruntergespielt. Im Interesse eines linken Antirassismus, der dem Anspruch radikaler Gesellschaftskritik genügen will, empfiehlt es sich daher, eine moralische Abrüstung der Kategorie des Anderen vorzunehmen. Das bedeutet keineswegs, sich von dieser Kategorie zu verabschieden. Es wäre im Gegenteil notwendig, einen konsequent kritischen Begriff des Anderen zu entwickeln, der von jeder identitären Besetzung dieser Kategorie absieht. Nicht von ungefähr hatte bereits Adorno gewarnt, dass jeder Versuch, das Andere oder Differente als positive Gegensubjektivität zu fassen, identifizierendes und verdinglichtes Denken ist. Unmittelbar ist das Nicht-Identische nicht als seinerseits Positives zu gewinnen. Diese Warnung hat angesichts der hier beschriebenen Konsequenzen antirassistischer Identitätspolitik im Namen des Anderen nichts an Aktualität eingebüßt. Ich warte gerade mal einen Moment. Gut, also nur unter dieser Voraussetzung, also einer solchen moralischen Abrüstung und kritischen Reflexion des Begriffs des Anderen, wird es möglich sein, nicht nur die Selbstdefinition des Westens gegenüber über Imaginationen eines orientalischen Anderen zu kritisieren, sondern genauso dessen nicht minder identitäre und in ihrer Konsequenz oft mörderischen Gegenstücke wie die islamistische Dschihad-Ideologie mit ihrem antiwestlichen und antisemitischen Feindbild. Sowohl der moderne europäische als auch der muslimisch-arabische Antisemitismus lassen sich auf der Grundlage materialistischer Gesellschaftskritik als wahnhafte Reaktion auf kapitalistische Vergesellschaftung begreifen. Auch wenn diese im arabischen Fall natürlich wesentlich durch den europäischen Kolonialismus durchgesetzt wurde.
Das erfordert aber auch eine Verabschiedung jeder kulturrelativistischen Perspektive, die universalistisch begründete Kritik sofort als eurozentrisch zurückweist. Eine Perspektive, die stattdessen an die kritische Selbstreflexion der Aufklärung im Sinne der kritischen Theorie anknüpft, braucht weder historische Unterschiede noch die internationalen wie innergesellschaftlichen Machtverhältnisse entlang rassistischer Linien zu ignorieren. Selbstreflexion der Aufklärung ist nicht deren Widerruf, insistierte Adorno und forderte eine selbstkritische Wendung des Einheitsdenkens. Ein in diesem Sinn kritischer Universalismus braucht und sollte auch nicht die Herrschaftskritik an der eigenen Gesellschaft und ihrer Geschichte aus den Augen verlieren. Sagen leider unterläuft genau dieser Fehler auch Autoren wie Finkielkraut, wenn dieser in vermeintlicher Verteidigung der Aufklärung gegen einen angeblich ausschließlich ethnisch-religiös motivierten Mob aus den Banlieues plötzlich die zivilisatorischen Segnungen des Kolonialismus wiederentdeckt. Die weit verbreitete antirassistische Haltung hingegen, Islamismus und Antisemitismus unter Migrantinnen auf deren rassistische Ausgrenzung zurückzuführen, arbeitet deren kulturalistischer Fremdmarkierung sogar noch zu, indem die Trägerinnen dieser Ideologien nämlich nicht als politische Subjekte ernst genommen werden. Ich glaube, das habe ich an den Islamkritikerinnen wie Serhan Atış und anderen ganz deutlich ausgeführt. Ein reflektiert universalistischer Antirassismus sollte dagegen in der Lage sein, Islamisten genauso als Teil dieser Gesellschaft zu begreifen wie die nicht-migrantischen Rassisten und Antisemiten aus der Mitte der Gesellschaft. Aus einem solchen Antirassismus folgt, Islamisten hier politisch und nötigenfalls juristisch zu bekämpfen, aber gleichzeitig auch gegen die Anwendung rassistischer Sondergesetze einzuschreiten. Es ist überhaupt kein Widerspruch, Islamismus und Antisemitismus unter Migrantinnen zu kritisieren und gleichzeitig Rechtsgleichheit für alle Migrantinnen zu fordern, mit und ohne Pass und selbstverständlich auch für Muslime. Auch die Kritik an der kulturalistischen Ausgrenzung von Migrantinnen mit muslimischem Hintergrund durch den Mainstream bedarf keinerlei Zugeständnisse gegenüber Islamisten und auch keiner kulturrelativistischen Verharmlosung von anti-emanzipatorischen Praktiken im Rahmen einer islamischen Alltagskultur.